Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott der Herr: Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Heute feiern wir das Fest der Taufe Jesu. Und wie so oft ist es Jesaja, der schon 600-700 Jahre vorher für uns von Jesus spricht. Und das, was wir dann im Evangelium hören werden heute im Gottesdienst, schon vorwegnimmt. Nicht umsonst ist er ein Prophet. Wir hören heute aus dem Gottesknechtlied, aus einem der Gottesknechtlieder. Wir hören vom Knecht, der erwählt ist, der Gefallen gefunden hat, der mit dem Geist beschenkt ist und der Recht bringt. Und wir hören, wie er Recht bringt, indem er das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Das sind Worte, die wir, glaube ich, sehr, sehr gut kennen, weil diese Lesung auch in der Fastenzeit vorkommt und uns immer wieder begleitet. Und ich habe dann so überlegt, was heißt, dass das geknickte Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das ist eine sehr prekäre Situation. Da fehlt nicht viel und das Glimmen ist aus und das Rohr ist nicht mehr. Und dann fiel mir etwas ein, was ich höre gerade Bibel in einem Jahr. Und da ging es später dann im Matthäus-Evangelium bei der Bergpredigt, sagt Jesus, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Und wenn du das tust, wirst du dem Gericht verfallen. Ich aber sage euch, wenn ihr nur du Narr sagt oder du Dummkopf oder selbst das ist schon zu viel. Und wenn du eine Opfergabe hast und draufkommst, jemand hat was gegen dich, dann geh und versöhn dich zuerst, schließ ohne Zögern Frieden. Und mir kam dann so, ja, früher stand dieses Bild des geknickten Rohrs, des glimmenden Dochts für Witwen und Waisen. Sind heute auch sicher Menschen, die es nicht so einfach haben. Aber mir kam dann so, oft gibt es ja Menschen, die mich verletzen, die Worte sagen, die mir wehtun. Oder wo ich empfinde, dass sie mir wehtun. Sie mögen gar nicht mehr wehtun wollen. Und dann habe ich mir gedacht, die sind doch auch das geknickte Rohr. Sie würden nicht verletzen, wären sie nicht schon geknickt, wenn sie nicht schon nur mehr am Glimmen. Und doch, wenn ich verletzt wäre, denke ich mir, ich bin im Recht, oder? Wir haben da zwei Juristinnen, die werden mir hoffentlich recht geben, wenn ich sage, dass wenn man sich selbst verteidigt und der andere damit verletzt wird und das Ganze noch in einem halbwegs Maß Verhältnis zueinander steht, dann kann ich nicht verurteilt werden, dann war ich im Recht. Aber Jesus, ja, zeigt uns ein anderes Recht, will ein anderes Recht bringen. Davon erzählt schon Jesaja. Wenn wir schauen, wie Jesus mit geknicktem Rohr umgeht, mit der Frau am Jakobsbrunnen, mit der Ehebrecherin oder auch mit dem Blinden. Er ist der, der die Augen öffnet,
im wahrsten Sinn des Wortes beim Blinden und im übertragenen Sinn bei der Samariterin am Jakobsbrunnen und bei der Ehebrecherin und bei so vielen anderen. Beim Zachäus könnte man die Reihe fortführen. Er öffnet Blinden die Augen, bringt Gefangene aus dem Kerker und die, die im Dunkeln leben, die bringt er aus der Haft heraus. Und das Schöne an dieser Lesung, aber auch dann am Evangelium, am ganzen Evangelium ist, dass nicht nur diesem Knecht der Geist Gottes geschenkt ist, sondern uns allen. So heißt es hier. Und so sind auch wir eingeladen, das geknickte Rohr nicht zu zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auszulöschen. Sind auch wir eingeladen, Blinden die Augen zu öffnen, die im Dunkeln leben, aus der Haft zu führen. Und ich lade uns ein, dass wir heute ganz besonders darauf achten, bei den Menschen, denen wir begegnen, ob es nicht Menschen sind, die ein geknicktes Rohr sind, die ein glimmender Docht sind, dass wir behutsam mit den anderen, denen wir begegnen, aber auch mit uns selbst umgehen.